Hallo Leute, heute ist der 18.07.2020. Claudia ist noch immer krank, deswegen habe ich Sonja heute gefragt, ob sie zu mir kommt. Und sie hat ja gesagt, ist so gegen 2 gekommen und war aber auch sehr müde. Am Anfang haben wir nicht viel geredet. Ich habe ziemliche Zahnschmerzen und das Einzige, was dagegen hilft, ist Schmerzmittel und Kombination mit Rauchen, weil das Nikotin ja ein Nervengift ist und sich auf den Nerv legt, der da offen liegt im Zahn. Jetzt habe ich sehr viel geraucht heute. Wir haben Kaffee getrunken und getratscht und wir haben uns so richtig zerkugelt ab Mitte des Besuchs, weil wir so Witze gemacht haben und es sehr lustig war. Und ich hatte so einen richtigen Lachflash. Da habe ich, glaube ich, 1 Minute lang nur gelacht. Und es war sehr schön. Ich finde es traurig, dass Claudia nicht kommen kann, aber ja, solange man nicht weiß, was sie hat, ist es vielleicht besser. Ich bin heute schon wieder sehr müde und liege heute auch früh im Bett. Es ist 18.58 Uhr. Ich liege schon ein paar Minuten im Bett, aber es dauert ja eine Weile, bis ich richtig im Bett liege. Zugedeckt und eingemummelt. Bin so gegen 18.30 Uhr ins Bett. Und ich bin, mir geht's tagsüber immer ganz gut psychisch. Nur gegen Abend bekomme ich wieder so eine Art Abendknick oder frühen Nachmittag. Also späten Nachmittag gegen Abend, so 16.30 Uhr bis zum ins Bett gehen, wenn eigentlich die 16 Uhr Medikamente wirken sollten. Woran das liegt, weiß ich nicht. Es ist kein richtiger Abendknick, weil dazu ist es nicht schlimm genug, aber ich merke halt, dass ich unruhig werde und dass es mir psychisch nicht so gut geht und dass die nächsten Medikamente fällig werden und das kann am Antibiotika liegen, aber auch an der Entzündung. Meine Entzündungswerte steigen täglich. Das merke ich einfach körperlich und wir waren ja am Freitag das letzte Mal messen. Sie hat uns jetzt nicht nochmal zum Nachkontrollieren einbestellt, aber das muss jetzt dann mit der Urologie geklärt werden, was die sagen und was die machen. Und von daher wird sich das erst am 27. rausstellen, weil vorher werde ich keinen Urologentermin kriegen. Wir haben jetzt eine Überweisung für einen Urologen, aber der wird vorher auch keine Lösung finden und wahrscheinlich werde ich dann da bleiben müssen. Ich glaube auch, dass die Entzündungswerte jetzt auch vom Zahn so steigen. Ich weiß nicht genau, welcher Zahn das ist, aber es ist auf jeden Fall auf der Seite. Und es gibt Tage, da tut's gar nicht weh, und dann gibt's Tage, da tut's furchtbar weh, und heute ist so ein Tag, da tut's furchtbar weh. Und jetzt in der letzten Zeit konnte man keine Zahnarzttermine bekommen, und deswegen werden wir nächste Woche mal probieren, einen Zahnarzttermin zu bekommen.
Da wird man sehen, ob das funktioniert, weil viele Zahnärzte noch wegen Corona freimachen. Und ich habe ja einen speziellen Zahnarzt, der Narkose anbietet. Und da gibt es nur einen in der Umgebung. Und deswegen ist das etwas schwierig. Ich habe eine irrsinnige Zahnarzt-OP und lasse mir fast alles in der Narkose machen, weil bei mir sowieso immer mehr kaputt ist. Und ich glaube auch, dass ich nicht nur links, sondern auch rechts ein Zahnloch habe. Und also das pulsiert teilweise richtig. Also es dürfte schon bis auf den Nerv gehen. Und wenn der Zahn gezogen werden muss, dann werde ich wahrscheinlich ins Spital gehen, weil da geht's schneller. Und da kostet es auch nichts. Die Zahnarztnarkose kostet über 700 €. Und wir bekommen nur 30 € zurück. Das ist lächerlich. Aber ich kann auch den Mund nicht mehr so lange so weit aufhalten. Durch die Spastik. Und trotzdem gibt es da keine Kostenübernahme. Was ziemlich blöd ist. Aber ja. Auf jeden Fall bin ich heute die ganze Zeit beschäftigt mit den Zahnschmerzen. Und ich habe ja von der Hausärztin ein neues Schmerzmittel bekommen. Das haben wir heute erst abholen können, weil es bestellt werden musste. Das hat es am Freitag noch nicht gegeben. Und das wirkt ganz gut und auch schnell und auch relativ lange. Aber jetzt darf ich es nur zweimal am Tag nehmen und dann in 2, 3 Tagen dreimal am Tag. Und ich brauche halt für meinen Rücken und zum Schlafen auch ein Schmerzmittel. Und das ist immer blöd zum Aufteilen, weil ich schon am Morgen Schmerzen habe und in der Nacht auch. Und das ist halt immer blöd, aber irgendwie überstehe ich das schon. Wenn ich mal einschlafen kann, dann schlafe ich eh. Sonja war heute auch recht müde. Habe ich, glaube ich, eh schon gesagt. Trotzdem hat es mir gut getan, dass sie da war. Und der restliche Tag war sonst total verregnet und sehr irgendwie langweilig, zwar nicht mit Sonja, aber nachher. Ich habe nur noch gewartet, bis ich ins Bett gehen kann. Und naja, mehr kann ich euch heute auch nicht erzählen. Es gibt nichts Neues. Kerstin ist jetzt 2 Wochen im Urlaub. Bei Christoph bin ich auch erst in 2 Wochen. Und Sonja kommt am Dienstag wieder. Claudia wäre für Montag geplant, aber ich glaube, das wird nichts. Mal gucken. Und dann wird man sehen, was sich ergibt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.